So, hallo, mein Name ist Frederik Reichert. Herzlich willkommen in unserem Labor LogLab, Labor für Produktion und Logistik. Im Fach Smarte Produktion, im Master Smart Factory, möchte ich mit Ihnen so die Zukunft der Digitalisierung in der Produktion beleuchten. Und wie sieht so die Zukunft aus in Bezug auf Fertigungsprozesse, Fabriklayouts? Was kann man alles optimieren? Wo hilft die Digitalisierung? Aber auch der kritische Blick darauf, was ist vielleicht nicht so sinnvoll? Und hier in unserem Labor möchte ich mit Ihnen einige Übungen auch durchführen, unter anderem eine Übung. Dabei geht es um die Zukunft der manuellen Arbeit. Wie kann manuelle Arbeit optimaler gestaltet werden? Und dazu haben wir einen digitalen Assistenten, der uns im Bereich dann Pick-to-Light unterstützt. Und dabei werden wir unter anderem eine Leiterplatte aufbauen und variantenreich bestücken und dabei die Zukunft der Produktion auch live erleben. So, eine weitere Übung, auf die ich mich sehr freue mit Ihnen, ist in Zusammenarbeit mit unserem Roboter hier. Eine zukunftsweisende Technologie ist ja die kollaborative Robotik, das heißt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Und hier möchte ich mit Ihnen dann auch einen Versuch durchführen. Wie kann ein solcher Roboter zukünftig eingesetzt werden? Macht er Sinn? Macht es wirtschaftlich Sinn? Was kann der ausführen? Wo sind die Stärken, die Schwächen und die Grenzen? Und das wird sicher auch eine spannende Einheit. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.